Hallo und willkommen zurück zur nächsten Folge 7 Days to Die. Ja, ich muss jetzt hier noch zwei, drei Mal auf den Safe draufhauen, dann ist der offen. Und ja. Naja, ich würde sagen, einen Haufen Scrap Metal, Scrap Iron, Scrap Metal, ihr wisst, was ich meine. Ja. 27, gut, ist jetzt nicht die Welt, aber besser als dass wir das ganze Zeug hier aus der Erde rausklopfen müssen. Ich nehme jetzt hier da noch ein bisschen was mit. Einfach ein bisschen randalieren hier. Macht dir zwischendurch auch mal Spaß. Ah, da bin ich mit dem besser bedient. Ja. Das lasse ich hier und ja, jetzt die Frage, gehe ich noch nach draußen oder gehe ich nicht nach draußen? 20 Uhr. Ich gehe nach draußen. So. Wir waren hier. Okay. Ja, Kohle. Kohle lasse ich jetzt mal hier liegen. Ich schaue, dass ich noch irgendwie eine Stadt finde. Ich meine, da geht es zwar dann ziemlich ab, was Zombies angeht, aber... Ja. Ein bisschen Spannung, ein bisschen Action in der Nacht ist auch okay. Auf der Schwierigkeitsstufe sollte das auch irgendwie machbar sein, wenn uns die Ausdauer nicht im Stich lässt. Ein bisschen mehr Skill wäre toll. Wo? Ah, das war nix. Ja, ich renne jetzt so lang wie es geht. Kurz vor 22 Uhr lasse ich meine Ausdauer dann regenerieren. Ist natürlich jetzt auch ultimativ praktisch, dass wir hier Nahrung dabei haben. Also, dass wir stinken. Gerade in der Nacht ist das vielleicht nicht so von Vorteil, aber es gibt eine schöne Schaufel. Ja. Das da hinten könnte doch... Nee, ist nur der Horizont. Ich dachte, das sind die Gebäude einer Stadt. Hey! Also ich hätte wirklich nicht für Möglichkeiten, dass die Stone Eggs hier so effektiv gegen Zombies ist. Und da hinten kommt eine Stadt. Yeah! Okay, es hat sich rentiert, dass wir hier noch ein bisschen weiter rennen. Jetzt haben wir aber kurz vor 22 Uhr. Ich müsste schauen, dass ich jetzt irgendwo unterkomme. Weil ich denke nicht, dass ich es mit so vielen Zombies aufnehmen kann. Wenn es dunkel ist. Ja, die Suppe geht jetzt... Oh, ich habe sogar Bier dabei. Das schmeiß ich mir mal hier mit rein. Und im Notfall kann ich mir auch schnell einen Schlafsack setzen, aber ich denke, ja, schauen wir mal. Auf jeden Fall mal ein bisschen Licht. Und gleich 5 Öl. Ja. Dann machen wir mal hier 20 Stück, dass zumindest nebenher ein bisschen was gecraftet wird und damit kann man es auch verteidigen. Hoffe ich zumindest. Gut. Ja, somit geht der Misscrafting-Skill auch nach oben. Das passt schon. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall mehr Level. Was bist du für ein Gebäude? Sieht wie eine Tankstelle aus. Ach.
Okay, ja, hat auch ganz gut geklappt. Kann ich die eigentlich... Ja, die kann ich sogar da durchlooten. Ja. Lautlos ist was anderes. Wie macht man das jetzt, dass es nichts wird? Ich glaube, ich lock die einzeln her. Schau. Ja. Klappt doch erstaunlich gut. So, ich brauche jetzt auf... Die Fackel kommt jetzt mal weg. Die Knochen kann ich auch wegschmeißen. So, Fat Plant Fibers. Federn kommen mal weg. Jawohl, die geben schön Skill. Ja, jetzt sind sie schon weg. Egal. So, Essen. Essen sieht noch gut aus. Ich möchte nämlich die ganzen Fässer hier mitnehmen. Das ist später ultimativ wichtig für Benzin. Schneller kommen wir da nicht dran. Ach, das gibt nur Plant Fibers. Ja, egal. Und es wäre schade, wenn jetzt die Fässer die Zombies zerkloppen. 422 Stück. Der Hammer. Wo ist das laut? Vielleicht gibt es auch den einen oder anderen guten Reifen. Na, da war doch vorhin noch einer, der hier. Ne, leider nicht. Aber gut, will uns jetzt eh wieder nur zumüllen. Pillen. Sehr schön. Ich sollte mir echt angewöhnen, hier mal die vernünftigen Werkzeuge zu nehmen. So, oh, sehr schöne Reifen. Kleber, ja, du... Ah ja, wir haben da oben mal einen Stack. Nächste, oh, noch schönere Reifen. Oh, jetzt haben wir ein Problem. Jetzt haben wir ein Problem, denn wir haben keinen Platz mehr. Und die Blueberries würde ich auch ganz gern mitnehmen. Okay, Fett kommt raus. Schauen wir mal. Das kann man verscrappen. Das kann drin bleiben. Und wieder der altbewährte Cowboy-Hut. Aber ich muss sagen, viel langsamer geht's mit der anderen Axt auch nicht. Klebeband ist wichtig. Du gibst Leder, oder? Nee, du gibst einen Stuhl. Ja. Dich brauchen wir nicht. Die Bedroll brauchen wir auch nicht. Das schmeißen wir auch weg. So. Dich nehmen wir mit. Dich verscrappen wir. So, was gibt's hier? Da verscrappen, was geht. Und... Ah, den können wir schon. Aber immerhin ein Skillpunkt. Wir sind nämlich schon wieder fast Level 7. Ich mag ja diesen kleinen, diese kleine Modifikation, dass man hier Nahrung und das ganze Zeug hier angezeigt kriegt. Alles mit und vielleicht noch ein Bier? Ja, sehr schön. Ernst, Constructing... Oh, noch ein Bier. Constructing Tools sollten wir dann, wenn wir hier ein bisschen Material haben, auch relativ schnell auf 40 bekommen. Und ich glaube fast, das war's jetzt mit der Tanke hier.
1:44 Uhr, wir haben noch ein bisschen Zeit über. Machen wir hier mal ein Loch rein. Du gibst bestimmt viel Scrap Metal. 12 Stücke. Rentiert auf jeden Fall. Ja, wir sind auf jeden Fall undetected, das ist sehr schön. Und ich muss sagen, wir haben erstaunlich wenig Gegenwehr für das, dass wir jetzt in der Stadt sind. Und stinken. Kann ich die eigentlich zerlegen? Ah, lieber nicht. Ich zerlege jetzt die Autos nur, dass die komische Ranch hier kaputt geht und wir zumindest ein bisschen Leder bekommen. Und Constructing Tools wird hier auch geskillt, das ist sehr schön. Ja, die Feder nehme ich mir jetzt auch mal mit. So, jetzt können wir es verscrappen. So. Gut, dann du hier rein. Ach, wisst ihr was? Die Schaufel. Weg damit. Braucht man nicht. Wollen wir nicht. Und immer noch undetected. Aber ich denke, jetzt können wir hier mit unserer Loot-Tour weitermachen. Schauen wir mal, wie groß die Stadt überhaupt ist. Verbrannten Häuser hier, die sind ja nicht so der Burner. Ja. Da brauche ich eigentlich gar nicht reinschauen. Davon ist eine Bank, so wie es aussieht. Kleber immer gut. Ja, es wird. So, ich muss hier ein bisschen umbauen. Ja, die Spikes, die hätte ich mir eigentlich schenken können. Aber gut, das weiß man vorher nicht. Die Bank, die lassen wir jetzt auf jeden Fall mal gut sein. Da kümmern wir uns darum, wenn der Scavenging-Skill ein bisschen höher ist, beziehungsweise der Quality-Chill. Qualität ist eigentlich ja zweitrangig. Wir nehmen jetzt mal mit, im Notfall können wir es wegschmeißen, weil wegen einem Kabel jetzt einen kompletten Slot hier besetzen, blöd. Chainsaw Parts, die müssen wir mitnehmen. Okay, gut. Ich mache jetzt hier erstmal hier die Runde. Da ist ein Bär. Ja. Als allererstes mache ich erstmal dich weg. Ich sollte das vielleicht mit der Axt machen. Da kann man dann die Äxte noch ein bisschen skillen. Die Stadt ist Kleber, so wie es aussieht. Und ich nehme jetzt doch wieder die billigen. Ja, Hammer.
Die sind so gut. Da kommt der Dicke da hinten. Aber der hat bestimmt ein bisschen was zu essen dabei. So. Nee. Wir haben nicht so viele Minen. Ich möchte es jetzt nicht riskieren. Ja, und die verbrauchen auch nicht so viel Ausdauer wie die Großen. Aber die Treffsicherheit ist dafür auch nicht so toll. Oh, das war knapp. Was liegt denn hier? Ey, weißt du was? Rennst du jetzt da echt außen rum? Hat eure Intelligenz irgendwie... So, das war's mit dem. Fräulein, du bist auch noch dran. Sag ich doch. Sandwich. Oh ja. Essen. Ich esse mal das Chili. Jetzt habe ich keinen Platz mehr. Ah, schwierig. Ich möchte ja doch so gern das Zeug mit einem Steine. Steine können hinweg. Shame-Sandwich? Nee. Okay, die können wir auch mal verscrappen. Komm schon. Und das Kabel kommt jetzt auch weg. Ich möchte einen Laden. Am besten mit Büchern. Oh, Pillen auch okay. So, ich renne jetzt mal dahinter. Vielleicht finde ich ja irgendwo einen Bücherladen. Was bist denn du? Das ist doch bestimmt auch ein Laden. Die Frage ist bloß, was für einer. Scavenging now Level 12. Und Level 7. Damit hätten wir wieder 11 Skillpunkte. Die verteilen wir gleich mal. Skills. Run, Forest, Run. Na, geht nicht. Athletics sehe ich nicht ein. Blunt Weapons. Nee. Pummelpeed. Ja, ich heb's mal auf. Wir brauchen ja für einen Betonmischer und für die anderen Sachen noch ein bisschen was. Und das sieht nach einem Laden aus. Das ist keiner. Das hat jetzt bloß wegen dem orangen Dächle so ausgesehen. Ach ja, 10 Papier, die nehmen wir mal mit. Ah. Die Schaufel war doch recht effektiv. Weg mit den Spikes. Die Schaufel waren in den letzten Folgen immer recht effektiv, was den Kopf... Ja, was den Kopf anging, genau. Eine Schaufel oder ein Spaten wäre wahrscheinlich auch in der richtigen Zombie-Apokalypse nicht unbedingt die verkehrteste Wahl. Man bleibt auf Abstand und wenn man das Ding ein bisschen anschärft... Ach, Nägel.
dann sollte man da doch relativ gut zurechtkommen. Mal nichts geht über ein Schwert. Oder was in der Richtung. Und da ist einer drin. Oh, Klebeband. Okay, jetzt räume ich hier erstmal außenrum ein bisschen auf. Was haben wir denn hier Feines? Ein paar schöne Sachen, die alle schönen Metall geben. Wow, was geht denn hier ab, Leute? Ja, und diese ganzen Waffenbücher, die lerne ich eigentlich nur, damit ich die Waffen zerlegen kann. So. Poppenpilz, da finden wir wahrscheinlich Antibiotika. Aber gut, das ist in der nächsten Folge. Schaltet wieder an, wenn es heißt Let's Play 7 Days to Die. Lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefällt. Und ja, bis dann. Tschüss und ade.